Transite. Transit ist ein Ausdruck aus der Astrologie. In der Astrologie wird als Transit bezeichnet, wenn ein Planet über die Position der des Geburtsplaneten geht. Es gibt zum Beispiel einen Transit der Sonne über die Sonne, zum Beispiel am Geburtstag. Der Geburtstag bedeutet, dass die Sonne über die gleiche Stelle im Horoskop geht, zu der die Sonne gestanden hat, als du geboren wurdest. Und so gibt es verschiedene Transite. Es gibt die Transite der schneller laufenden Planeten und es gibt die Transite der längeren Planeten. Man spricht nicht nur von einem Transit, wenn ein Planet über die Position von sich selbst geht, sondern die Sonne kann auch über den Saturn oder auch über den Merkur und so weiter gehen. Und wann immer ein Planet über die Position des Geburtshoroskops geht, dann gibt es bestimmte Lebensthemen. Es gibt zum Beispiel die Planeten, die schneller verlaufen. Das sind kurze Themen. Und wenn die Planeten langsam verlaufen, dann sind das länger andauernde Lektionen. Und diese können in Zusammenhängen mit schweren Lernerfahrungen, Krisen und auch Phasen von Unsicherheit und so weiter. Langsamere Transite sind dann eben Entwicklungszyklen. Es gibt dann auch sogenannte rückläufige Transite, was dazu führt, dass ein Planet oder ein Himmelskörper dreimal über einen anderen hinübergeht. Und das kann Monate, es kann sogar Jahre dauern, bis der Transit endgültig abgeschlossen ist. Die Kenntnis der Transite kann eine Hilfe sein, um zu verstehen, welche Aufgaben man gerade hat.